Guck mal das, was wir besitzen, meine lieben Brüder. Guckt mal und da zeigt Allah subhanahu wa ta'ala seine Macht. Wir haben verschiedene Wasser und Flüssigkeiten in unserem Körper. Die Flüssigkeit in der Auge ist salzig. Die Flüssigkeit in den Ohren ist bitter. Die Flüssigkeit in den Mund ist süß. Und alles kommt von einem Ort, das ist Gehirn. Wer hat das alles gemacht? Wer hat das alles gemacht? Wir haben verschiedene Haare in unserem Körper. Haare in den Augenbrauen, Haare in den Wimpern, Haare auf der Bart für Männer und Mustache auf den Lippenbart, Schnurrbart und Haare in den Achsen und im Keuschheitsbereich. Und manche kriegen Haare auch hier im Brustbereich und auch in den Beinen und in den Armen. Aber jeder hat einen Befehl, vorprogrammiert von Allah subhanahu wa ta'ala, damit er seine Macht zeigt. Diese Haare, wallahi, wenn sie weiter wachsen, da können wir nicht mehr was sehen können. Dann machst du immer so und läufst du immer, die ganze Zeit bestrafst du dich. Ja, dann musst du immer deine Haare nach oben. Subhanallah, Allah ta'ala gibt ihnen einen Maßstab und nicht mehr. Stopp! Und hier, diese Haare, die oberen Wimpern, die gehen nach oben und die unteren gehen nach unten. Stellt mal vor, es wäre das Gegenteil. Dann beim Schlafen, beim Schlafen hast du Probleme, du pickst dich. Ha? Die ganze Zeit pickst du, dann musst du die ganze Zeit so bleiben. Ha? Aber sie gehen nach oben und sie gehen nach unten. Und diese Reaktionszeit von den Augen, wenn etwas dich angreift in deinen Augen, in Mikrosekunden machst du zu. Und das hier, Staub oder schlechte Dinge, die in deine Augen reingehen, das wird alles mit hier beschützt. Und warum hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Augen hier nicht auf der Fläche, auf derselben Fläche gemacht, sondern ein bisschen rein? Wenn du fällst, stell mal vor, du hättest Auge draußen. Dann fällst du, dann kommt prick, prick, die Auge ist weg. Aber hat Allah subhanahu wa ta'ala dir zwei starke Knochen, nicht irgendein Knochen, hier die stärksten Knochen, damit du fällst, falls es ist, dann gibt es Schutz hier und Schutz hier. Wunderschön. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Wir haben den Menschen in der besten Gestalt erschaffen. يَا أَيُّهَا الْإِنسَانَ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَّلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَكَ. Ja, oh du Mensch, was hat dich gegenüber deinen Herren getäuscht, dass du in die Irre gehst? Dein Herr, der dich erschaffen hat, der dich in besten Gestalt gestalten hat, warum gehst du und verleugnest du ihn und bist du undankbar ihm gegenüber? Guckt mal, auch die Haare von dem Bart, wie eine Schönheit eines Mannes, dass er einen Bart trägt. Leute, es gehört zur Schönheit eines Mannes, dass er einen Bart trägt. Aber die Medientechnologie und Industrie hat heutzutage alles gedreht, weil alles mit Geld. Sie zeigen im Fernseher und überall in den Zeitschriften, der Mann, der keine Bart hat, oh, sauber und so. Und dann, diese Nachricht verbreitet sich in Kinder und Kindeskinder und so. Dann heißt das Bart, nee. Ohne Bart, gut. Ja, das ist einfach ein Marketing, damit Gillette verkauft wird. Ja, und damit viele Sachen verkauft werden. Das ist nicht mehr. Ansonsten, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, 7 Dinge gehören zu der natürlichen Veranlagung eines Mannes. Und eines Mannes. Darunter ist Bartwachsen. So bist du erschaffen. Warum hat die Frau keine Bart? Weil sie nicht so erschaffen ist. Und du bist anderes erschaffen. Bart gehört zu einem Mann. Leute, lasst euch nicht mit der Strömung gehen. Und sag nicht, ach, wieso werde ich so geguckt oder so geguckt. Ja? Mach Bart. Und das gehört zu deiner Religion. Und lasse das wachsen. Und sei stolz drauf. Aber pflege dein Bart. Nicht so rechts und links. Wenn Haare länger sind als manche und als die Masse von deinen Haaren, schneide das und mach das gerade. Pflege dein Bart. Wenn deine Haare hier erreichen auf dem Gesicht, mach das, weil Lihya ist das, was auf diesen Knochen wächst. Hier, wegmachen, hier kannst du auch wegmachen. Und immer musst du schön und gut aussehen. Wie der Prophet sagt, Inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah ist schön und er liebt die Schönheit. Ja, also Bart gehört zum Islam und gehört zu der natürlichen Veranlagung eines Menschen. Und guckt mal, meine lieben Brüder, auch hier die Haare in den Achsen.
die haben auch eine bestimmte Größe. Und stell dir mal vor, es ist genauso wie die Haare, der kommt runter. Die ganze Zeit machst du das. Wie ein Schal. Wir lachen nur, ja? Aber damit wir sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat. Oder guck mal auch die Haare von dem Kopf. Subhanallah, sie halten uns warm und sie schützen auch vieles. Weil der Kopf, der muss ja atmen. Und atmen, aber gleichzeitig muss er geschützt sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala gibt uns Haare. Die wachsen in verschiedenen Farben und verschiedene Arten, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sehen wir auch, wie Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt diese Organe im Körper verteilt hat. Auge, Nase, Mund. Das heißt, der gibt mir ein Baklava zu essen. Ich muss das erstmal sehen, riechen, wenn es zu riechen ist, und essen. Ja? Und wenn, stellt euch mal vor, hier Auge und hier Nase und hier. Dann guckst du, was ist das erstmal? Riech mal, wie ist das? Und ess mal hier. Und ess mal hier. Was ist? Das ist die beste Gestaltung, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقْ. Der Mensch soll sehen, woher er erschaffen wurde, von wo er erschaffen wurde und wie er erschaffen wurde. Das musst du sehen und deine Augen aufmachen. Deswegen sagt Allah ta'ala im Koran, وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُوا. Und ihr sollt in euch selbst gucken. Begreift ihr denn das nicht? Guck dich selbst, wie du entstanden bist, wie du zur Welt gekommen bist.